Mein Name ist Christian Bruns. Ich habe eine Holzwerkstatt Drechslerei und ich glaube seit 7 Jahren bin ich hier auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt und bringe den Menschen das Drechsel und meine Ware näher. Das heißt, alles was hier im Stand zu sehen ist, habe ich selber gemacht, kommt aus meiner Werkstatt und vieles entsteht über die 4 Wochen, die wir hier stehen. Unter anderem jeden Tag frische Kreisel für die Kinder, die leider dieses Jahr nicht zu mir ins Stand können durch Corona. Da durften die nämlich ihre Kreisel sonst anmalen. Das übernehme ich jetzt. Jetzt dürfen sich aber die Farben aussuchen. Das ist eine kleine Drechselbank. Ich habe in der Werkstatt deutlich größere Maschinen für die großen Schalen und andere Objekte, die ich habe. Aber die hier ist genau richtig. Ich habe eh nur einen beschränkten Platz und funktioniert das Ganze über Rotation. Das heißt, ich habe eine Maschine, die mir ein Stück Holz einspannt und antreibt. Habe, wie man sieht, diverse Werkzeuge, mit denen ich spanabnehmend arbeite. Ich kann die jetzt mal anwerfen und habe noch das Reststück von der kleinen Eibe, dem Kreisel, und guck mal, ob ich noch was rausgekitzelt kriege. Vieles, was ich mache, mache ich aus Gefühl und nicht, weil ich es sehe. Das heißt, ich spüre, wann ich das Holz touchiere und weiß dann, ab jetzt wird geschnitten. Da ist so ein kleines Sortiment. Es gehen immer wieder welche weg. Das sind die bunten, von denen ich erzählt habe, die Kinder dann früher selber bemalen durften, jetzt von mir gemacht wird. Das ist spannend, das ist heimischer Buchsbaum. Ist unser härtestes Holz mit Kornellkirsche und Speierling zusammen. Hier ist einer aus Ebenholz. Mir hat letztes Jahr richtig was gefehlt, denn es macht einen Riesenspaß. Ich habe so eine Fangemeinde von Kindern, die von mir schon Kreisel gekriegt haben, die mich jedes Jahr wieder besuchen, erzählen, wie viel Spaß sie haben damit. Und man glaubt nicht, wie man mit so einem kleinen Objekt, was selbst gemacht ist, Menschen verzaubern kann.